7 Vulkane sollen es sein, auf der kleinen Insel zwischen Bohol und Mindanao. Und der größte von ihnen hat erst vor 70 Jahren seine Lava in die Bohol Sea gespuckt. Wandern und Tauchen, das sind die Highlights für den Besucher auf Camiguin. Wir entschließen uns zuerst, die Unterwasserwelt rund um den noch aktiven Vulkan Mont Hibok-Hibok zu entdecken und fahren zu einem der wohl bekanntesten Tauchspots der Insel, dem Old Volcano. Kurz sind die Entfernungen zu den meisten Spots rund um die Insel, die mit ihren 230 Quadratkilometern eher zu den kleineren und weniger bekannteren der Philippinen gehört. Wir tauchen ab. Der Meeresgrund ist dunkel vom Vulkangestein und dem Sand, der sich in Jahrmillionen daraus entwickelt hat. Und sofort treffen wir einen der Stammgäste der Unterwasserwelt von Camiguin, einen weißen Frockfisch. Faszinierend ist dieser ganz und gar an seine Umwelt angepasste Jäger, der mittels eines Flossenstrahls, der sich zu einer kleinen Angel umgebildet hat, seine Opfer anlockt und dann mit einem einzigen Zuschnappen seines extrem dehnbaren Maules verschlingt. Versteckt zwischen Schwämmen, Korallen und Gesteinsblöcken lauert er auf seine Beute. Oftmals sieht er selbst wie ein Schwamm aus. Doch nicht nur Angler und Froschfische machen die Unterwasserwelt von Camiguin so sehenswert. So findet auch das geübte Auge die zahlreichen Nutribins, Nacktschnecken. Überhaupt wird der Schneckenfreund hier aller Orten mit unwahrscheinlicher Vielfalt überrascht. Und immer wieder Angler oder Froschfisch. Schuppenlos und gedrungen, so der zum Schwimmen fast ungeeignet erscheinende Körper dieser Knochenfische. Auf Brust- und Bauchflosse bewegen sie sich deshalb fast kriechend vorwärts. Sollten sie dennoch einmal in die Verlegenheit kommen, etwas größere Entfernungen zurücklegen zu müssen, dann wird die Schwanzflosse als Triebwerk genutzt. Aber wie gesagt, nur wenn es unbedingt sein muss. Bei diesem stattlichen Exemplar ganz besonders gut zu erkennen die bereits erwähnte Angel, die der Fisch gezielt zur Jagd einsetzen kann. Auch wenn er hier nur die Kiefer reckt und dehnt, im Angriffsfall öffnet und schließt ein Frockfisch sein weites Maul in nur 6 Millisekunden. Keine Chance, dem zu entkommen, wenn man sich zu intensiv für die ausgelegte Angel interessiert hat. Ebenfalls sehr gut getarnt und dennoch keine Seltenheit in diesen Gewässern, die giftigen Skorpionsfische. Hier eine der vielen Riesenmuscheln vor Camiguin. Sie sind unter anderem ein Indikator für die gute Wasserqualität. Und noch ein Frockfisch, diesmal in leuchtendem Gelb. Die Farbenvielfalt, aber auch die Form dieser perfekt getarnten Räuber ist schier unbeschreiblich. Gebänderte Seenadeln sind, auch wenn sie kaum Ähnlichkeit damit aufweisen, sehr enge Verwandte der Seepferdchen. Diese scheuen Tiere zu beobachten und sich dabei an ihrer Eleganz zu erfreuen, das wird dem Taucher vor Camiguin des Öfteren geboten. Dann entdecken wir ein seltsames Gebilde. Dieser scheinbare Organismus, der hier fast wie ein UFO durch das Wasser treibt, ist der Zusammenschluss von Millionen kleiner Fischeier, deren Herkunft uns allerdings verschlossen blieb. Begeistert kehren wir an Bord des ressorteigenen, typisch philippinischen Bootes, Banker genannt, zurück. Ob zu Fuß oder mit dem Motorbike, es lohnt sich, die Insel zu erkunden. Ein absolutes Muss ist der Besuch einer kleinen Sandbank nur wenige hundert Meter vor der Insel. Diese wird zu Recht als White Island bezeichnet und sie ist wohl der einzige Platz mit weißem Sand in dem ansonsten von Vulkangestein und schwarzem Sand geprägten Inselparadies.